Ja, ich weiß es nicht, aber ich will es ausprobieren. Okay, wofür haben wir das Ganze nun gemacht? Da kommen wir nicht nochmal rüber. Das ist schon ganz oben. Nein, das dient nur zur Anzeige. Die Anzeige steht ganz oben. Jetzt müsste der Mechanismus funktionieren. Die Frage ist eben nur welcher. Ich versuche nochmal Spot damit zu kombinieren. Wenn ich da nicht rankomme, dann schaffe ich Spot bringen würde, ich will den verfluchten Hebel ziehen. Schwächer. Der fette Spot ist viel kleiner, schwächer, überhaupt. Wenn ich da nicht rankomme, ist viel... Mit dem normalen geht es auch nicht. Also wieder der brennende. Und was machen wir nun stattdessen? Irgendwie können wir jetzt die Energie benutzen. Ich finde es immer wieder bemerkenswert, wie beruhigend das doch ist, zuzusehen, wie alles den Bach runtergeht. Ich mag den Spruch irgendwie. Hier oben ist nichts. Hier mit dem Schleifstein und die Tonne. Mitnehmen können wir die wohl nicht. Und Spotten haben wir natürlich. Hier wird sich auch nichts verändert haben. Nö, einfach nur der Schacht. Da unten ist Wasser, wenn man diese trübe Brühe denn so nennen will. Okay, ich gehe nochmal hier rüber. Die Tür ist ja immer noch zu. Da sieht man die Höhle. Gruselig. Hier haben wir den Schädel. Was sind das nur für grausige Flugtiere? Es sieht aus, als würden sie einen Angriff vorbereiten. Hier hat sich auch nichts verändert. Oder mir ist es einfach nicht aufgefallen. Das kann natürlich auch sein. Also, wie geht es weiter? Irgendwo müssen wir ja einen Hebel ziehen können, der dann irgendetwas auslöst. Die Frage ist nur, was? Und was es uns bringen wird. Versuch nochmal irgendwas beim Kartenraum zu machen. Dafür müssen wir den erstmal wieder sichtbar machen. Und zwar mit dem Schlegel. Dann geht's hier aus der Tür. Sie ist verschlossen. Und durch die mittlere. Und... Okay, wir können unten rein. Ich weiß nicht, was schneller geht als umschalten und dann wieder zurück. Und hoffen, dass man richtig geschaltet hat. Oder hier rum. Ich mache das einfach hier unten rum. Wieso kommen wir nicht rein? Eigentlich hätten wir doch. Seltsam. Oder ist das, weil wir jetzt den Hebel umgelegt haben, dass wir mehr Möglichkeiten haben? Das kann natürlich sein. Das probieren wir dann gleich mal aus. Ich hoffe, das ist der richtige.
Also, hier raus. Sie ist und hier rüber. Und gucken, ob wir rein können. Dann mache ich das nochmal. Wieder auf der Türseite. Und rüber. Und hier rüber. Okay. Und nun kann oh je, Spot die Aske plant einen Angriff auf verbrennen. Corona. So tu doch etwas. Oh je, Spot, die Aske, so tu doch. Ja. Ja, verbrenn oh je, den doch. Spot, die Aske, so tu. Oder friss den auf. Oh je, Spot, die Aske, so tu doch. Oder was weiß ich. Oh je, Spot, die Aske, so tu. Oder roll dich darin ein. Okay, können wir noch was mit den Kerzenhaltern machen? Okay, den Spruch hatten wir schon. Benutzen wir hier nochmal die Steinscheibe. Himmel, der Mechanismus hat den Durchgang, ist jetzt verschwunden. Ich hoffe, ich komme hier. Himmel, der Mechanismus hat scheinbar den ganzen Raum gedreht. Aber der Durchgang ist jetzt versperrt. Ich hoffe, ich komme hier jemals wieder raus. Okay, und wenn wir Spot durch das Loch schicken, damit können wir nicht mehr interagieren. Schade. Außer vielleicht hier mit Spot. Na toll. Spot hättest du nicht mal was sagen können? Jetzt sitzen wir hier fest. Das hast du ja fein hinbekommen. Okay. An den Eimer kommen wir wahrscheinlich immer noch nicht. Ich komme nicht ran. Nein, ich komme nicht ran. Und mit den Stäbchen? Nein. Und mit dem Gabelding? Und die Aspel wenn wir haben erstaunlich viel Stäbchen mit dem Holzlöffel pro. Die Aspel haben. Okay, das geht nicht zu kombinieren. Die Aspel und die? Und die? Nein, ich komme nicht. Okay. Mit dem Knüppelding wahrscheinlich auch nicht. Wenn ich da nicht rankomme, dann. Und Spot wollte den auch nicht holen. Dann schlagen wir hier nochmal rauf. Was ist jetzt hier? Hier ist noch eine andere Ebene. Aber an sich hat sich hier drin nichts verändert. Immer noch das Gleiche. Aber eine weitere Ebene ist hier zugekommen. Ich glaube, das ist die. Ist das die unterste hiermit? Genau. Ich fahre damit nochmal einen hoch. Das ist nun ein höher. Die Frage ist nun, wie bekommen wir die Tür auf? Beziehungsweise können sie aufhalten. Wir können damit ja nicht wirklich interagieren. Vielleicht fehlt uns noch irgendwas. Aber eigentlich haben wir hier alles genommen. Hiermit drehen wir das Ganze nur. Wir müssen irgendwie die Tür offen halten können. Das sagt uns jetzt nur über den Mechanismus möglich. Wobei wir trotzdem mal den Hauptschlüssel ausprobieren können. Also benutzen wir nochmal hier den Knüppel. Und der Eimer hängt da immer noch ganz verdächtig. Seite. Ich glaube nicht, dass ich die. Mit dem Schlachtplan können wir immer noch nichts machen.
Das ist ein Schlachtplan, oh je. Okay. Spot will ihn nicht verbrennen oder sonst etwas? Ihr macht mir keine Angst. Können wir die endlich auspusten? Ihr macht mir keine Angst. Hört ihr? Und hier wahrscheinlich auch nicht. Keine Angst, Spot. Das sind nur Kerzen, Alter. Können wir Spot die vielleicht ausmachen lassen? Keine Angst, das sind nur... Das sagt er wahrscheinlich auch bei den anderen. Keine Angst, das sind nur... Und mit den fünf? Keine Angst, das sind nur... Und mit dem Brennenden? Okay, was machen wir dann? Vielleicht können wir den auf eine untere Ebene fahren. Nee, das bringt wahrscheinlich nichts, dass wir irgendwo versuchen, hier in den Eimer zu kommen. Weil die Tür dann ja verschlossen ist. Aber ansonsten müsste es ja auf der gleichen Seite sein. Also fahren wir zu der untersten Etage. Okay, wenn ich jetzt hier gucke, ist da das Fenster, dann müssen wir in den Eimer kommen. Also drehen wir das gleich nochmal. Ich hätte das natürlich von der anderen Seite machen sollen. Aber gut, dann gehen wir jetzt schnell hier hoch. Und drehen das dann. Hier geht's dann wieder runter. Und das war falsch. Wir gehen natürlich hier runter und dann einmal den ganzen langen Weg. Hier durch die Tür. Und müssten jetzt, wenn wir durch das Fenster gucken, an den Eimer rankommen. Und den können wir dann eventuell an die Kette hängen. Und Spot da reinpacken. Nein, ich komme nicht ran. Okay, hier nehmen wir den Eimer. Ja, so könnte das klappen. Aber mit dem Gabelding. Okay, dann geht es wieder hoch. Dann drehen wir den Raum nochmal. Dass die Wege doch immer so lang sein müssen. Okay, also hier hoch und den Raum drehen. Ich glaube, wir müssen jetzt wieder in die Richtung. Und müssten dann von unten, glaube ich, in den Raum kommen. Hoffe ich zumindest. Also hier lang. Und über die Brücke. Und rein da. Nun nehmen wir den Eimer. Und gucken mal, ob wir den an die hängen können. An die Kette. Und dann müssten wir damit den Mechanismus in Gang setzen. Und vermutlich können wir dann hier in dem drehenden Raum, also in dem Kartenraum, noch etwas weiteres. Oder vielleicht öffnet sich da noch oder verändert sich was. Das andere sieht nämlich nicht mehr so veränderlich aus. Aber wahrscheinlich an die Kette hin, wenn meine Arme lang genug wären. Ich muss mir wohl was anderes überlegen. Okay, dann kombinieren wir das.
Gabel mit Eimer an den Hebel. Und nun Spot ist zu schwer, um nehmen wir den dicken, fetten Spot. Dann nehmen wir den kleinen Spot. Okay, und können wir jetzt den fetten Spot draus machen? Was ist das? Ein Fahrstuhl? Mal sehen. Klapprige Konstruktion, kein Geländer zum Festhalten, morsche Bretter, zerbastes Zugseil, führt in schwindelerregende Höhen und wird von einem komplizierten Mechanismus angetrieben. Yeah. Dieser Fluchtweg scheint wie für mich gemacht zu sein. Ich will zurück in meine Zelle. Immer noch nicht glauben, dass es ja, sieht doch vertrauenserweckend aus. Corona. Wie soll ich da bloß jemals hinkommen? Ich weiß es noch nicht, aber wir werden es schaffen. Erstmal nehmen wir wieder den brennenden Spot. Und gucken uns hier mal um. Hier sind Vögel, ein Garten, ein Bahnhofswärter, Gleise. Reden wir doch mal mit dem Bahnhofswärter. Heda! Stopp! Anhalten, Gesindel! Keinen halben Schritt weiter! Kannst du mir helfen? Kommt drauf an! Wobei denn? Er kann doch bestimmt helfen. Ich muss dringend nach Corona. Wir müssen dringend nach Corona. Vergiss es, der Zug fährt nicht mehr. Ein Zug? Was für ein Zug? Ich sagte, vergiss es. Die Gleise wurden stillgelegt. Such dir einen anderen Weg. Und warum wurden die Gleise stillgelegt? Vielleicht erzählt er uns das ja noch. Aber wir arbeiten jetzt noch. Welche anderen Wege nach Corona gibt es denn noch? Welche Wege gibt es denn noch nach Corona? Genau genommen war der Zug der einzige Weg. Aber ich sagte schon, er fährt nicht mehr. Die Askel sind mir auf den Fersen. Aber die Askel sind uns auf den Fersen. Ich bin darauf vorbereitet. Du hast mit deinem Leben abgeschlossen? Nein, Trickfallen aufgestellt. Ich werde die Welt zerstören. Wir werden die Welt zerstören. Wenn du mein Rat willst, Posaune ist nicht überall herum. Die Leute reagieren nicht so gut darauf. Verstehe ich nicht. Außerdem sind wir ständig gezwungen, uns mit Schwachköpfen zu unterhalten. Wirklich, mir passiert das eher selten. Und in dieser Woche ist es sogar das erste Mal. Alles ist furchtbar. Die Askel wollen Corona angreifen. Alles ist furchtbar. Die Welt wird untergehen und ich bin an allem schuld. Mann, bist du ein Jammerlappen. Wenn ich deine Welt wäre, würde ich auch lieber untergehen. So viel ist mal sicher. Du kannst mir nicht helfen. Okay, niemand er kann uns nicht helfen. Das glaube ich allerdings auch. So wie du rumläufst. Also, ist noch was. Du versperrst mir die Sicht auf meinen Lieblingsbaum. Es gibt einen Zug? Hörst du nicht zu, oder was? Ich sagte, es gibt keinen Zug. Die Lok steht zwar noch oben, aber sie fährt schon lange nicht mehr. Darf ich mir die Lok mal angucken? Na, hör mal. Dürfen uns die mal ich bin doch kein Museum. Ich sagte, es gibt keinen Zug. Obwohl die Idee nicht schlecht ist. Ich frage mich, wie viel man für den Eintritt verlangen könnte. Aber die Idee mit dem Eisenbahnmuseum hat echt schon was. Ja, aber der Eintritt. Käme man bei sowas überhaupt auf seine Kosten? Ich weiß nicht so recht. Dafür würden wir keinen Müden Helle ausgeben. Wir haben nämlich keinen. Das mit dem Museum war wohl eine Schnapsidee. Ich habe keine Zeit wir gehen erstmal zurück und gucken dann, wie viel Geld wir auftreiben können.